Mit den zwei Ehefrauen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kollegen. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Wenn die deutsche Staatsangehörigkeit immer leichter zu haben ist, dann ist auch ihr Inhalt, die Verantwortung und die Identifikation nicht von Substanz. Eine Staatsangehörigkeit ist kein Bonbon, das man einfach mal so nebenbei mitnimmt. Auch wenn der Druck bzw. die Nachfrage danach groß zu scheinen mag, so sollten wir dies nicht als Grund sehen, unsere Standards für eine Einbürgerung zu senken. Es sollte eher Bestärkung sein, hohe Standards für das Erwerben der deutschen Staatsangehörigkeit und wenigstens ein klein bisschen zeremoniell zu setzen. Die Beantragung und die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft ist für mich schließlich ein Symbol des finalen Ankommens in unserem Land. Gegen die sehr pragmatische Überlegung, ich nehme einfach den Pass, der mir die größte Freiheit bietet, wehre ich mich. Denn das ist nicht, was eine Staatsbürgerschaft für mich ausmacht. Eine Staatsbürgerschaft ist ein Ausweis der Verantwortung, die man für ein, in diesem Fall für unser Land, übernimmt. Einbürgerung dient eben nicht nur der Herstellung einer größtmöglichen Übereinstimmung zwischen der in Deutschland lebenden Bevölkerung und dem wahlberechtigten Staatsvolk. Das Argument der Grünen, Menschen wären von politischer Teilhabe ausgeschlossen, obwohl sie ja schon lange leben würden, ist meiner Meinung nach Unsinn. Es ist erstens auf vielen Ebenen sehr möglich, sich direkt zu beteiligen. Zweitens ist politische Teilhabe, die eine Staatsbürgerschaft voraussetzt, mit Bedacht und mit Recht dieser Hürde auch unterworfen. Denn die notwendige Identifikation mit Deutschland, die die Verantwortung mit der deutschen Staatsbürgerschaft mit sich bringt, sind eben auch Voraussetzungen für die Beteiligung an politischen Prozessen. Denn nur wer unsere Grundwerte teilt und achtet, sollte auch politisch hier teilhaben. Außerdem, und hier schließt sich der Kreis, besteht ja eben die Möglichkeit, sich um die Staatsbürgerschaft zu bemühen und dann, wenn sie erworben wurde, ich wiederhole auch für die Grünen, erworben, dann ist sie die Eintrittskarte auf Mitbestimmung auf größerer Ebene. Und wer 20 Jahre in unserem Land lebt, der hätte schon seit 12 Jahren, wenn er möchte, deutscher Staatsbürger sein können. Wir schaffen hier die Voraussetzung, aber er muss sich auch entscheiden und bekennen, zu welchem Land er gehört. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist ein Anreiz zur Integration gemäß unserer Philosophie des Fördern und Forderns gegenüber Menschen, die neu in unserem Land leben. Diesen Anreiz dürfen und wollen wir nicht aus der Hand geben. Eine weitere vereinfachte Erlangung wäre nämlich ein Vorschuss auf Integrationsleistungen. Und einen solchen Vorschuss dürfen wir nicht geben. Meine Damen und Herren, der Kollege Mutlu möchte eine Zwischenfrage stellen. Bitte. Wenn Sie sagen ja, dann kann der Kollege Mutlu auch seine Zwischenfrage stellen. Herr Kollege Wendt, danke, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe eine ganz simple Frage. Ist Ihnen bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland mit 53 Ländern dieser Erde sogenannte Doppelstaatsbürgerschaftsabkommen besitzt und dass in unserem Land über 4 Millionen Menschen bereits eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, von denen keine Gefahr für unser Land ausgeht und im Übrigen auch diese 53 Abkommen, die wir mit Partnerländern abgeschlossen haben, zum Beispiel in Anführungsstrichen mit Iran, wo wir die Doppelstaatsbürgerschaft de facto akzeptieren müssen, weil Iran nicht ausbürgert. All das, ist das Ihnen bekannt? Und wo sehen Sie da die Gefahr für unser Land in diesem Zusammenhang? Herr Kollege, mir ist bekannt, dass es doppelte Staatsbürgerschaften gibt in unserem Land, dass es diese Abkommen gibt. Wir haben aber einen Grundsatz. Und wie es auch manchmal im Recht ist, gibt es davon Ausnahmen. Und wir sollten aber dem Grundsatz festhalten, dass wir erstens nur eine Staatsbürgerschaft grundsätzlich haben sollten. Das ist, glaube ich, auch für die Menschen einfacher. Und Sie haben es ja selber erwähnt, der Iran bürgert nicht aus, auch wenn vielleicht die Iraner nicht mehr Staatsbürger von Iran sein sollten. Diese Gegebenheiten auf der Welt müssen wir dann demzufolge akzeptieren, auch wenn sie nicht unserer Rechtsauffassung entsprechen. Und deswegen finde ich es wichtig, trotzdem daran festzuhalten, dass die deutsche Staatsbürgerschaft
etwas bedeutet, dass nicht nur ein Stück Papiers, ein Stück Reisefreiheit, sondern dass dahinter auch Werte stehen, eine Kultur, eine Idee. Ich werde dazu noch ausführen. Es geht hier um die Idee unserer Grundwerte. Wir werden darauf gleich eingehen, Herr Beck. Immer wieder Ruhe. Der Grundsatz des Fördern und Forderns, den wir im Integrationsgesetz als Prämisse unserer Bemühungen um eine bessere Integration festgelegt haben, ist genau deshalb so viel wert, dass eigene Leistung sich lohnt. Und Integration lohnt sich. Aktives persönliches Bemühen um Integration lohnt sich für jeden Menschen, der legal zu uns kommt. Für Menschen, die sich nicht integrieren, muss die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft unmöglich sein. Da gibt es ein Abstandsgebot, schon allein aus Gründen der Gerechtigkeit. Mit dem Integrationsgesetz haben wir genau den richtigen Weg eingeschlagen, Anreize für eine Integration zu bilden. Und diese erfolgreiche Integration kann dann mit der deutschen Staatsbürgerschaft auch belohnt werden. Vereinfachungen bei der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft, wie hier gefordert, liefen dem Zweck zuwider und sind daher schlicht abzulehnen. Gemäß dem Sinne auch, wir geben dir erst die Staatsbürgerschaft in der Hoffnung, dass du dich gut integrierst, kann ja nicht unser Weg sein. Denn wir müssen ja bedenken, dass die Einbürgerung unumkehrbar ist. Wenn sich jemand nach Erreichung der deutschen Staatsbürgerschaft nicht integriert hat, dann können wir nicht sagen, gut, nach 10 Jahren, wir nehmen dir die wieder weg. Und das wäre ja fatal. Das ist vielleicht auch gut manchmal. Wir sollten also eine Staatsbürgerschaft nicht als Vorschuss auf Integration handhaben, sondern genau andersrum. Denn es würde der Druck fehlen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und diese Integration bedeutet für mich die Anerkennung unserer christlich-jüdischen Werte, unsere besondere Geschichte unseres Landes und die Verantwortung, die wir mit ertragen und selbstverständlich auch das Anerkenntnis unserer deutschen Leitkultur. Noch ein paar Gedanken zu dem Antrag der vereinfachten Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft für britische Staatsangehörigkeit. Jetzt für britische Bürger eine Sonderregelung, eine Lex Britannica, wie an verschiedener Stelle schon zu lesen war, einzuführen, halte ich für einen Fehler. Erstens, wie wäre diese Ungleichbehandlung der einen Unionsbürger gegenüber anderen EU-Bürgern zu rechtfertigen? Zweitens, gibt es bereits heute ausreichende rechtliche Möglichkeiten für alle Unionsbürger, sich um eine deutsche Staatsbürgerschaft zu bemühen? Und der dritte Grund, kann nicht sein, dass ein Nicht-in-der-Nicht-Schengen-Schlange stehen am Flughafen eher dazu führt, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit entsprechend beantragt. Die Bürgerinnen und Bürger Britanniens haben demokratisch entschieden, ob sie Teil dieser Europäischen Union bleiben möchten oder nicht. Diese Entscheidung haben wir zu akzeptieren. Und deswegen sind aber ihre Anträge auch nicht zuvorderst oder vereinfacht zu behandeln. Die Anträge der Grünen und der Gesetzentwurf sind abzulehnen, weil sie nicht nur eine vernünftige Überzeugung darüber vermissen lassen, was Staatsangehörigkeit bedeutet. Es ist mehr als der Pass. Nein, sie laufen auch den Maßnahmen zuwider, die wir zur Bewältigung der Herausforderung durch die Vielzahl an Flüchtlingen beschlossen haben. Für die CDU-CSU-Fraktion ist Integration der Weg und Einbürgerung ist das Ziel, nicht andersherum. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Rüdiger Veit von der SPD-Fraktion das Wort.